Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu World's End Club. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World's End Club. Ja, heute ist mal wieder ein bisschen Storytime. Wir haben ja unsere Gruppe jetzt wieder komplett beisammen. Jetzt treffen wir endlich diesen Meister. So, you walked all the way from Kagoshima, did you? Und ich muss direkt einem Kommentar vom letzten Video recht geben. Die wirken wie eine Sekte auf mich. Listen, man, I hate to rush you. We got lots of questions. Ja, ich habe auch eine Menge Fragen. Hey, Aniki, you shouldn't talk to him like that. It's fine. What would you like to ask? Ja, was ist passiert? First of all, what year is it? What an odd question. Ja, der weiß ja nicht, dass wir das durchlebt haben. Warum verstört das jetzt Yuki? What are you talking about? It's only 1995. Nein. No, there's no. Nein, die wissen das ja nicht. It's 1996. That's why Genu said Year of the Rat. What are you talking about? Das ist eine sehr gute Frage. Und die können wir direkt beantworten. We were asleep in those pods for a whole year? Jo. Genau so ist es passiert. I don't quite understand. But it seems like you were all quite lucky. Was ist denn jetzt in diesem einen Jahr passiert? What do you mean? Klär mich auf! Hey, tell us. What happened while we were sleeping? What happened to everyone? Do you stellt die Frage, die ich really gestellt hätte. Want me to tell you the truth? Ja! Yes! I have a bad feeling about this. Please tell us. I'm scared to hear it, but we can't go on without knowing what happened. Ja, da hat sie nicht unrecht. I understand. Wir müssen wissen, was passiert ist. Lasst mich am Ende anfangen. Ja. Ja, jetzt mach's nicht so spannend. Has been wiped out. Ja, das war mir irgendwo schon ein bisschen bewusst. Ich finde es übrigens gut, dass fast alle 5 Minuten diese Anime-Faces da kommen. Also wirklich dieses Meme. Als wäre man wirklich in einem Anime. Und ich meine jetzt nicht so einen Shonen-Anime, wo es die ganze Zeit um Kämpfe geht, sondern eher mehr so ein Highschool-Anime. I'm afraid it is, as unfortunate as that may be. Ja, das erklärt ja, warum wir keine Menschen gefunden haben. I don't believe it. You're making that up. Ich glaube nicht, dass er uns anlügt. I don't believe it either. Me neither. Calm down, ist aber wahrscheinlich so. Let's listen to what he has to say. Ich will wissen, was genau ist passiert. The world was plunged into a terrible war. Ein Krieg? Weapons were employed that had never been seen before. Gab's einen Atomkrieg? You saw some strange plants and animals on your way here, didn't you? Ja. They are all the result of those new weapons. Ah, das waren so Mutationswaffen oder wie? Once those weapons were unleashed, it marked the end of humanity. Those of us here are the last survivors. So super. This has something to do with that meteor? Meteor? We have no records of that. Haben nur wir diesen Meteoriten gesehen? The world was destroyed by those new weapons. Oder war der Meteorit diese Waffe? Kann das sein, dass es genau diese Waffe war? But isn't that weird? Dann könnte es vielleicht auch so eine Ionenkanone gewesen sein.
If those weapons were used, how come there are still survivors in this facility? Wahrscheinlich hatten die einfach nur Glück und waren in einem Bunker oder irgendwas ähnlichem. Das Mike? Mike? It is the God we believe in. Okay, Sekte, sag ich doch. Aber solange er euch euer Leben gerettet hat, also euer Fabelwesen, ich stelle nicht in Frage, ob es jetzt wirklich existiert oder nicht. Das bleibt jedem selbst überlassen. Aber es hat euch ja gerettet, also alles gut. Und so wird euch jede Sekte eins auf die Nase binden. I understand how you feel. Ja. It's hard to believe. Ja, sowas wäre schwer zu glauben. Also, ich könnte das wahrscheinlich auch nicht wirklich so auffassen, beziehungsweise gut auffassen, wenn mir jemand erzählt, dass ich, nachdem ich ein Jahr gefühlt gepennt habe, dass auf einmal die Welt währenddessen untergegangen ist. Ich würde darauf nicht klarkommen. Also ihr dürft mir da auch gerne eure Meinung mal in die Kommentare schreiben, wie ihr damit klarkommen würdet. Anyway, you must be tired after your long journey. Oh ja, ich schlafe auch gleich ein. Aber ich hatte ein ganz mieses Gefühl über den. Well, what do we do now? Ja. No idea. Maybe we should go and ask what the other followers have to say. Wäre keine schlechte Idee. Ja. Je mehr Informationen wir haben, desto besser. Okay, then. Hoffentlich müssen wir uns nicht schon wieder aufteilen. Schere, Stein, Papier. Warum bin ich mit Yoro? We're off to a late start. We should start asking around too. Come on, let's go. Also nicht, dass ich was dagegen habe. Ist nur ungewohnt. What happened to the world anyway? It was a war. Ich will jetzt wissen, was für genau das für eine Waffe war. We're the only survivors. Mich interessiert jetzt noch eine andere Sache. Sie haben ja so einen Glauben des Mikes oder was auch immer diese Kirche jetzt von denen genau ist. What started it? Ist das eine aggressive oder eine passive Sekte? Die eher nur so sich denkt hier, wir beten den an, aber wir machen jetzt nicht unbedingt was Radikales, das andere auch dran glauben sollen. You know about the great earthquake. Oder die, entweder du glaubst auch dran oder bist tot. Right? Ja. Welches Land ist denn dafür verantwortlich? Jetzt könnte man wieder auf Atomwaffen gehen. Aber das passt nicht so ganz zusammen. Eine Atombombe hätte deutlich mehr Schaden verursacht. That led to the further development of weapons to counter the earthquake weapon. So that's why. Also, ich finde Waffen sind generell was Schlechtes. Unfortunately, the world was destroyed by those new weapons. Aber was genau war diese neue Waffe? We were thinking of going back to Tokyo. Tokyo? What would you possibly do there? What do you mean? The master already told you, didn't he? Mankind was destroyed in the war. Vielleicht findet man dort ja was, weil dort ist es ja eingeschlagen. That's impossible. Going to Tokyo would be suicide. Also eure Eltern leben alle nicht mehr. The road is crawling with ferocious monsters. You'd never make it there alive. Also wir haben Mordschein, die lebende Bowlingkugel. Vielleicht geht es ja. Keine Ahnung, was die anderen für Fähigkeiten haben. Nee, wir wollen dahin. Wir wollen nach Tokio. Wir wollen nach Tokio. What do you do about food? There's a field behind this facility that we use to grow vegetables.
Oh, das funktioniert noch. Okay, keine Strahlen. Considering the state of things, we're happy that we can even eat. We're grateful to Mike. Ja, besser man hat überhaupt was als gar nichts. By the way, what are you holding there? Huh? This? Sieht aus wie ein Schokoriegel. Ah, nee, ist ein Energy Drink. Lifeguard. It's a carbonated energy drink made with 7 vitamins, 7 amino acids, honey and royal jelly. Ja. It's delicious. A scrumptious bionic drink to refresh your mind. Jetzt komme ich mir so vor, als wäre ich in der Werbung gelandet. Here, have a sip. Here, take this. It hasn't been opened yet. Okay, I wouldn't mind one bit. In fact, I'll take some for my friends. Ich traue dem Ganzen immer noch nicht. Ich denke, da könnte irgendwas in den Drink drin sein. Oh, this was the original place the followers of the Great Mike gathered. Ach so, das war wirklich eine passive Sekte also. Until the war broke out, there were many people. Oder Kirche, je nachdem, wie man sehen will. The ironic thing is that in the end the war proved we were right. Kann es nicht auch sein, dass die dafür verantwortlich sind? This facility is the last remaining paradise on Earth. Make yourselves at home. Also die freuen sich vielleicht auch darüber, dass sie noch andere Überlebende dadurch gefunden haben. Hey, can I talk to you for a second? Das ist ein Kind? I'm busy, so can you save it for later? Why are you talking like? Die wirken auch teilweise wie Roboter. Ich finde es übrigens interessant, dass jeder Anhänger, wo jetzt zum Beispiel Anhänger D oder E steht, dass die denselben Buchstaben halt auch auf dem Hemd drauf haben. You make no sense at all. But I want to ask you about the Great Mike. So, das ist das, was mich sehr interessiert. Was für eine Kirche ist das jetzt genau? Okay. Könntest du bitte Deutsch lernen? I think she's trying to say created. You were all helped by the Great Mike. Oh. Fremdsprachen, nicht so meins. So, was haben wir alles rausgefunden? Did you learn anything new? We talked to lots of people, but they all basically said the same thing. Bei uns war es jetzt auch nicht anders. Mankind was destroyed by the war. You are alive by the grace of Mike. So I guess that means the master told the truth. Vielleicht hat er nicht die ganze Wahrheit gesagt. They're a group that all believes the same thing. Maybe they're all trying to trick us. Das ist es, was ich denke. It didn't seem like that to me at all. Also sie wirken jetzt nicht wie schlechte Menschen, das muss man jetzt nicht falsch verstehen. It's the opposite for me. I can't trust the people here. Und Pochi, du denkst immer genau wie ich. Du und ich, wir sind eine Seele. Yeah. How could all of mankind be wiped out while we were unconscious? Ich will ja nicht sagen, aber innerhalb eines Jahres, da muss wirklich eine mega mächtige Waffe her, um die Menschheit auszulöschen. Wir sind immerhin 7 Milliarden. Es geht nicht mal eben so. Ja, da stimme ich komplett zu. Also ich traue denen überhaupt nicht. How far from here to Tokyo? Approximately 700 kilometers. Haben wir vielleicht einen schnelleren Weg?
It was 1,200 kilometers from Kagoshima to Tokyo. So we still have about two-thirds of the way to go. Wir haben erst ein Drittel des Weges. Wir brauchen irgendein Fortbewegungsmittel, sonst dauert das noch ewig. We'd be walking through hordes of strange monsters, too. Do you really think that mankind was wiped out? Das nicht, aber diese Waffe muss es gegeben haben, sonst gäbe es diese Viecher nicht. I'm just saying it's going to be impossible for us to walk back. It'd be better to stay here while we plan our strategy. Nee. What do you mean strategy? I'm saying we need time to plan our next move. Das ist eine schlechte Idee. I agree with Kansai and Chuko. It's safe here, and it'd be smart to stay here at the facility for a while. Yeah, at least we aren't hard pressed for food if we stay here. Mo-chan. That's all you care about. Die müssen hier dringend weg. I think that both choices are fine. Ich glaube, Vanilla geht einfach damit, wo wir hingehen. As long as we're all together. Isn't that what it says in the Go-Getters Club anthem? Even if the world ends, the Go-Getters Club will stay together. Ja, genau das kriegen wir nicht auf die Kette. The Go-Getters Club will stay together. Anyway. Und wir haben wieder eine Trennung. Jawohl, man hört's doch. Okay, Nyoro, Aniki, Yuki und Jeno. Und auch Pochi sind fürs Weitergehen. Den kann ich auch nur zustimmen. Und die fünf wollen dort bleiben, weil sie es dort sicherer finden. Also klar, es wäre gut, einen Plan zu schmieden erst. Will ich nicht abstreiten. Wir werden den Weg sowieso auch noch irgendwann nochmal gehen. How about you, Rachel? Yeah. What do you think we should do? Aber ich bin halt wirklich dafür zu gehen, weil ich absolut nicht glaube, dass diese Menschen was Gutes im Schilde führen. Also, wir haben uns doch gerade wiedergefunden und direkt trennen wir uns wieder. Irgendwie Kansai, du und ich, wir sind nie einer Meinung. Also, ich bin auf dieser Seite. Es tut mir leid, aber ich traue denen hier einfach nicht. Right. I knew Mr. Rachel would understand. Jawohl, dann lass uns hier abhauen. So, was macht Vanilla? Ich kann nichts dafür, dass meine Hunde im Hintergrund bellen. Der Meister, oh nein! It looks like you still haven't made up your minds. I know. You're arguing about whether to stay here or go back to Tokyo. Haben die eine Kamera da drin? Why don't you listen to a story? Sorry, ich habe einmal kurz gegen die Wand geschlagen, in der Hoffnung, dass mein Hund die Schnauze hält. Nein, tut er nicht. It might help you decide. What story might that be? Welche Geschichte? Of the great Mike. Oh nein! The great Mike's teaching, the fogginess of your hearts will be cleared. Here it comes. I knew it. Ich wusste es. We don't need to hear it. We have already made up our minds. All right. Let's go. Huh? Wait, guys. Just wait a sec. The Go-Getters Club. Vanilla. But wo läufst du jetzt lang? Folgst du uns oder
Nee, ich glaube, Vanilla hat sich den anderen angeschlossen. Ich glaube, egal wo ich dabei gewesen wäre, Vanilla wäre nicht dabei gewesen. Okay, jetzt haben wir den nächsten Akt freigeschaltet. Ich mache hier jetzt für heute Schluss, weil das war jetzt wieder sehr viel Plot. Ich traue dieser Kirche nach wie vor nicht und wir werden in Zukunft wahrscheinlich auch hören, warum ich den nicht getraut habe. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Ich gehe jetzt meinen Hund erschlagen. Das ist übrigens nur ein Joke, weil der die ganze Zeit im Hintergrund bellt. Ich versuche den nur zu beruhigen. Ja. Und damit tschüss.